Nee, du musst ja immer einmal hin, einmal zurück, komplett. Warte, ich mach bei dir. Zeig. Ich zeig's. Läuft schon, es läuft schon. Hier läuft überhaupt nichts hin. So. So. Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem PLW Review Kanal. Das ist der Adam. Den habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und mich habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Ich bin der Orlak. Und du hast Müll bestellt, habe ich gehört. Ich habe richtig viel Müll bestellt. Und zwar, da muss ich aufstehen zu. So steht's gut. Perfekt. Ach, das andere kannst du auch mal holen. Da ja der Airborne-Film, bzw. der Silvestron-Film ansteht, brauchen wir auch, sage ich mal, etwas Ausrüstung und Uniform. Mal schauen, Epic. Ob alles drin ist. EpicMilitaria.com. Epic Gamer Move. So, mit welchem fangen wir an? Mit dem Kleinen oder mit dem Großen? Ja, ich glaube das Kleine. Wir wollen ja das Große uns aufbewahren. Dann machen wir mal den Schinken auf hier. Das ist ein Gamecube. Ein Gamecube? Damit der Ludwig endlich mal einen richtigen Schnittrechner hat und einen Gamecube bestellt. Damit doch mal Folge 8 fertig wird. Endlich mal Folge 8 fertig. So, guck mal hier. Das sieht gar nicht so aus, wie du es dir gedacht hast. Nee. Oh. Hier sind nämlich Dinge drin. Geil. Fangen wir mal hier. Sowas hat man lange nicht. Das sind Repro-Feldflaschenbezüge aus Filz. Für die Labeflasche, für die späte Feldflasche. Na, in deinem Video hattest du auch ein paar, die hatten einfach solche Bezüge. Die haben diese Verstärkung, hier oben. Die haben die Verstärkung drauf. Das hast du oft bei der Labeflasche. Labeflasche müsste, glaube ich, ein Stück größer sein. Die müsste größer sein. Also das ist eine ganz normale Feldflaschengröße. Ich kann meine mal persönliche Meinung als Feldflaschenexperte, der ich nicht bin, aber... Aber eine Flasche bist du. Ich nenne draußen im Feld sind, bin ich vielleicht auch eine Feldflasche. mir gefällt es nicht. Mir gefällt die Verarbeitung jetzt nicht so ultra gut. Ich finde die Farbe ist okay, gab es alles. Ist relativ dünn. Ja, es ist, also es ist wirklich. Und was mich jetzt am meisten stört, sind aber die Druckknöpfe. Dabei sind die von TTK. Du hast ja immer diese anderen. Diese mit den Sternen. Ganz oft hast du die mit der Windrose drauf. Mhm. Es gibt auch welche ohne Windrose, aber die sind so. Es sind moderne Druckknöpfe. Ich meine, für eine Repro-Feldflasche, gerade als Filmrequisite, völlig egal. Wir sind ja immer noch ein Filmteam und keine. Wir sind keine Renektoren. Genau. Zumindest. Ja, größtenteils. Die meisten nicht. Vor allem, wenn du ein bisschen mehr als zwei Leute ausrüsten musst, dann ist sowas immer schön. Besser als diese komplett grünen Miltec-Dinger, ne? Ein Riemen. Ein Mantelriemen. Ein bisschen klein für einen Mantel. Das nennt sich Mantelriemen. Ich weiß schon. Hier, mit dem Schneppus dran. Aber ist auch schön für Zeltbauen. Hat die Bewandtnis, ja. Ja. Aber das nennt sich Mantelriemen. Hat die Bewandtnis, du schnallst hier deinen Mantel dran und um es an den Koppel oder sonst was zu machen, hat man hier nochmal so einen Schnellverschluss. Dann kann man das geschnürte Paket ab und dran machen. Das ist ganz normale Kleidersack, oder? Kleidertasche. Auch Repro, ganz normal. Ist aber wirklich eng hier. Steif. Kann man aufmachen, kann man seine Klamotten reintun. Feldbluse gefaltet oder sowas, whatever. Auch als Aktentasche benutzt. Oh, ihr habt sogar Jute-Streifen bestellt. Englische Jute. Mhm. Was kostet da der Meter? Ich glaube ein Dollar sag ich schon, ein Pfund oder so. Ihr müsst es haben. Mhm. Da sind noch ganz andere Sachen drin. Oh. Hintergrund zu der Jute, ja, für die Airborne-Helme. Die haben ja so ein Tarnnetz dran und da kann man eben so Jute wunderschön reinknüpfen als zusätzliches Tarnmaterial. Helmet a joke. Ein Joke. Ein Joke. Oder wie auf Deutsch vermarktet wird, A-Rahmen. Willst du das erklären oder soll ich das erklären? Das überlasse ich dir. Also, amerikanisches Militär hatte ja eigentlich nur eine Helmform, im Gegensatz zu den Deutschen, die eben den Fallschirmjägerhelm und den Luftschutzhelm und alles. Und der einzige Unterschied war die Aufhängung oder der Kinnriemen. Und das kommt quasi bei den Paratroopern hier so hin, dass der Helm eben nicht nur an einem Punkt hält, hier oben, sondern dass mit diesem Mehrpunktbefestigung hat, damit es einfach ein bisschen sicherer ist. Und das haben wir eben geholt, weil wir einen normalen US Army Helm haben und den kann man mit diesem Umbauset, sage ich mal so. Ein paar Nieten dazu. Genau, mit Nieten, also so Pop-Nieten. Vielleicht machen wir da auch mal ein Video zu, wie man den umbaut. Und das ist eben sozusagen so ein Umbauset. Oh Gott, von noch mehr Nieten bei PLW. Ist schlimm, oder? Reicht der nicht schon? Ja, genau. Und das ist eben dieses angesprochene wunderschöne Kinnteil, was dann eben mit diesen Dreiecksstoff-A-Rahmen-Teilen hier so eine
So ein Kinnriemenbild. Ja, kennt man. Ja, viele, die schon mal irgendeinen Film gesehen haben. Irgendeinen Film. Private Ryan, sonst oder was. Oder halt Band of Brothers. Ein Kriegsfilm. Oder irgendein Kriegsfilm, ja. Hier ist noch ein Lumpen drin. Ein großer Lumpen. Ein stark eingepackter Lumpen. Mit einer Tüte in einer Tüte. Ja, wir denken noch an die Umwelt. Du vielleicht. Nach mir die Sintflut. Nee, so, hier. Was ist das? Eine Airborne-Jacke. Mensch. Steht nämlich drauf. Ja, du darfst gerne noch was dazu sagen. Ja, das ist die Paratrooper Jacket, sozusagen die Airborne-Jacke. Ist ja immerhin amerikanische Armee, da darf man auch Denglisch reden. Ganz normale Jacke, wie man sie kennt, wurde so ausgegeben, haben sie dann manchmal auch in so ein komisches Zeug getaucht, um das wasserdicht zu machen, weil das ist halt einfach nur Baumwolle, da ist nichts wasserabweisend, das ist... Und das eben in der Repro. Auch mit dieser Ellbogenverstärkung, das kam glaube ich auch erst 43 oder so. Bin ich jetzt nicht ganz so firm mit. Aber ansonsten hier Reißverschluss. Muss man sagen, im Vergleich zu einer deutschen Uniform aus derselben Zeit wirkt es schon sehr modern. Ja, die Deutschen sind halt eigentlich mit Erster Weltkriegsuniformen oder noch älter. Also vom Material und vom Schnitt. Die waren schon stylischer. Die waren schon stylisch, aber praktisch waren sie nicht. Ja. Paratrooper Jacket. Hier, check mal das aus. Puh, da kommen noch ganz andere Sachen raus. Seitlich abladen. Ja, die Amerikaner hatten nämlich einen Plastikhelm im Zweiten Weltkrieg. Also die hatten gar keinen Stahl. Ja, deshalb sind so viele gestorben. Ja. Nein, das ist, kannst du mal auf und zu rascheln hier. Das ist eben das Helm-Innenleben der Amerikaner. Und zwar hatten die sich ein Konzept überlegt, dass sie quasi die Helm-Außenhülle aus Stahl haben und da diesen Liner einfach reinpacken mit diesem Riemen und hier eben auch diese angesprochenen Airborne. Jetzt wollte ich gerade fragen, die sind doch hier schon dran. Also an dieser Stelle danke an Adrian, also an Adrian von Epic. An seinem freien Tag ist er zur Arbeit gekommen, hat die Dinge abgeholt und hat die uns noch rechtzeitig umgebaut. Also das ist nicht mal Arbeitsmoral hier. Und da wir selber noch einen haben, wollen wir den dann nach diesem Vorbild umbauen. Der normale Kinnriemen. Nein, der normale Kinnriemen, der ist an dem Metallteil dran. Und das ist sozusagen, das machst du hier vorne rum und das verbindet das Innenleben mit der Außenhülle. Ach, hier ist noch so mal so ein wunderschön. Aber ganz cool sein will. Ein geilen Arsch. Was hast du da noch? Hier ist ein Chinstrap, steht hier. First Type. Was könnte ein Chinstrap sein? Ich nicht raus. Hm. Chin? Chin? Hm? Das ist so ein Tier. Chinchilla. Ah, ich stelle es auf das Getränk getrippt. Gin. Ja. Mm. Das ist dieser angesprochene Kinnriemen, der kommt an die Außenhülle des Helms und bei den Paratroopern eben noch mit so einem Druckknopf, der dann hier und geht dann hier hinten am Helm lang und den kann man dann wahlweise auch runternehmen. Das war eben bei der Infanterieversion, war der nur außen an der Metallhülle dran, ohne dieses Ranknüpfen. Also musst du dir vorstellen, hier ist dann noch so eine Schlaufe und so wird es dann rangenäht an den. Ja. K98 Rifle Sling. Ist auch was Amerikanisches, also K98 Gewehrriemen, ganz normal, wie man ihn kennt, hier mit einem Frosch dran. Ein Frosch? Ein Frosch. Wie nennt man das? Gewaffeltes Leder. Ja. Sieht eigentlich ganz gut aus, macht einen guten Eindruck. Ja. Gefällt mir gut. Auch gestempelt mit. Und da ist sogar noch so eine kleine Gewürzmischung dazu. Mm. 41 NK, guck mal, sogar mit Hersteller, NKA 43. Und zwar, wissen ja viele nicht, aber... Die Deutschen haben ja damals nicht sozusagen einfach hier draufgeschrieben, Lederwerk, sonst was, sondern hatten alle so eine Abkürzung. Sie haben es am Anfang draufgeschrieben. Aber warum hat man es denn gemacht? Damit man sozusagen nicht weiß, was wo hergestellt wird. Ja, weil wenn man natürlich als Amerikaner ein paar Deutsche gefangen nimmt und dann guckt man sich denn ihre Ausrüstung an, zum Beispiel das Gewehr, jetzt mal was Kriegsrelevantes, das Gewehr, und da steht dort drauf. Stahlwerk, sonst was. Zellermelis, ja. Irgendwas. Da Straße. Hat man natürlich die Adresse, wo das Ding herkommt. Und dann sagt man seinen Air Force-Kumpels, hier fliegt man nach Zellermelis, abladen. Ja. Und das ist natürlich, als würdest du denen eine Wegbeschreibung schicken. Und deshalb hat man später dann, ist man dann dazu übergegangen, die Hersteller zu kodieren, einfach um es nicht mehr so krass offensichtlich zu machen. Und Sammler heute rätseln, welcher Code für welchen Hersteller steht. Weil natürlich hat man sich das nicht aufgeschrieben. Es gibt Listen, aber die sind natürlich. Aber die sind unverständlich, ne? Ja. Nächste Kiste, machen wir mal Platz. Ich sehe schon, wie der Tisch zusammenfällt. Willst du oder so ich? Mach du mal. Dann mach ich mal. Schneid noch jemanden. Ja. Schönes Paket immer rein und dann durchziehen.
Das ist richtig. Ich fasse immer was Schönes an. Ich hätte glatt Lust, einen Strand zu stürmen. Kippen wir das einfach alles aus, oder? So langsam runter. M1 Carbine Ammo Pouch. Ist schön, dass alles draufsteht, dann sage ich es auch genau richtig. Was ist denn das? Ist das eine... M1, ne, das ist dieses Spielzeuggewehr, dieses ganz kleine. Macht einen guten Eindruck. Mhm. Gutes Material, gute Qualität. Gute Qualität. US. Damit sie... US. US, damit sie wissen, dass es ihren ist, ja genau. Die Deutschen haben da rumgerödelt mit ihren komischen Lederverschlüssen und Schnallen und so. Und die Amis einfach... Wir machen einfach einen Druckknopf, der jetzt natürlich nicht funktioniert. Wobei man dazu sagen muss... Geht kaputt. Irgendwann. Ich weiß nicht, ob der wirklich eine Ami-Erfindung ist, weil an der Fallschirmtragetasche der deutschen Luftwaffe ist derselbe Druckverschluss. Derselbe? Identisch. Identisch. Ist eine Ami-Erfindung? Ist eine Ami-Erfindung. Haben wir den kopiert? Guck mal. Geht zwar ganz groß US drauf, ist aber made in India. Oh, was haben wir hier? Das ist das Pendant zum Y-Riemen. Ich mach einfach mal auf hier. Ach, das ist ein Stück, ist das? Genau, das ist ein Stück und das geht so über Kreuz. Hinten über Kreuz. Genau. Vorne wieder runter. Was die Deutschen aus Leder hatten, haben die sich halt aus Stoff gemacht. Ja, das Prinzip ist trotzdem dasselbe. Das Prinzip ist genau dasselbe. Der Y-Riemen, der hat ja eigentlich nur einen Tragepunkt, eben an die Magazintaschen. Und die mehrere. Hier kommen aber nicht die Filzdinger drauf. Da kommen eigentlich die Filzdinger drauf. Hier kommen die Filzdinger drauf, aus dem anderen Video. Genau. Dann haben wir hier Plastik. Ah, aufpassen. So. Gestorben. Die gleiche Jacke, wie wir eben hatten, nochmal. Nur eine Nummer größer. 42, also amerikanisch, englische 42, das ist eine deutsche 50. Nummer 2. So, hier ist noch ein... Fanpost. Fanpost. Ah, hier sind ganz viele Aufnäher drin. Der Amerikaner sagt Patches. Patches. Kannst du ja für deine Jacke patchen. Das sind ein paar D-Ringe. Ja. Gehören die dazu? Die gehören an den Y-Riemen als Ersatz. Okay. Normal die Airborne auf näher. Kommen die rechts und links? Auf nee, Seite? Die kommen links. Links. Und welche Airborne ist das? 101. Screaming Eagles. Ah! 82. ist das. Aber wie schreit denn ein Igel? Ein Igel? Na, den, wenn du auf den rauf trittst, dann schreist du. Wie ein Igel. Ja, verstehe ich auch nicht. Das ist Quatsch. Hier haben wir noch ein paar Rangabzeichen. Ja. Diverse. Andersrum? Kennst du nur so rum. Ja, eben. Ja, keine Ahnung. Corporal und das ist Private First Class. Private First Class. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Ist noch mehr drin. Wie viel habt ihr denn ja gekauft, verdammt? Naja, wir müssen ja den ganzen Film drehen. Was ist das denn? Us, steht hier dran. Da sind wir wieder beim Frosch. Ja. Das war der amerikanische Frosch. Und zwar, was macht man, wenn man irgendwo im Busch sitzt und da sieht man was und denkt sich, ist das ein Deutscher oder ist das ein Ami? Ah, alles klar. Alternativ auch Flash und Thunder. Und warum Thunder? Sag mal Thunder. Thunder. Ja, siehst du? Und für einen Ami ist das halt überhaupt kein Problem, das Thunder. Und für einen Thunder. Deutschen Thunder. Haben sie direkt gehört, alles klar. Abballern. Thunder. Waren sie schon gar nicht mal so doof, ne? Sie haben sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, im Voraus. Ja. Nicht schlecht. Schaffen nicht alle. Heute schon gar nicht mehr. So, hier haben wir noch ein paar Kinnriemen. Die hatten wir vor uns schon mal in der Hand. Genau. Dann haben wir hier. Das ist wieder in deinem Metier. Normales Wehrmachtsfeldhemd. Macht einen ganz guten Eindruck soweit. Hier auch mit den Knöpfen für die Schulterklappen. Kann man jetzt nicht viel. Kann man nichts Schlechtes dazu sagen. Tragen sieht gut aus. Taschen sehen gut aus. Ist ein gutes Feldhemd. Ärmel sehen gut aus. Farbe passt. Kann man machen. Dann haben wir hier nochmal eine Carbine Pouch, Nummer 3. Zwei an den Kuppelriemen und eins an die Waffe, an den Schaft der Waffe. Mhm. Was hast du da? Eine Tristan-Mütze. Also so kannst du heute in Prenzlberg rumlaufen, das fällt überhaupt nicht auf. Ohren rein oder raus? Oder ist egal? Je nachdem, wie stolz auf deine Ohren bist. Ich kann mich nicht entscheiden. Wurm Cap. Wie heißen die? Signal Cap? Nee. Signalkappe? Irgendwie sowas. Hier. Ja, ist halt so die Standardmütze der US-Armee. Dann haben wir hier die First Aid Pouch. Also die Erste-Hilfe-Tasche der US-Armee.
ebenfalls mit dem gleichen Verschluss, im gleichen Material, kommt genauso an den Koppelriemen ran, hast du halt deinen Erste-Hilfe-Kram drin. Einkaufsnetze? Genau. Aus DDR-Zeiten. Sind jetzt wieder Mode? Nein, das sind natürlich Helmnetze zum Tarnen der Helme. Kann man auch so verwenden. Als Moskitonetz wäre es reichlich ungeeignet. Da ist eben die Jute. Wo ist sie denn? Die Jute. Irgendwo unterwegs, die Jute. Hier. Hier. Und die wird dann eben hier so rangeknotet. Da machst du dann auch dein Grünzeug dran, deine Farne oder dein Gras oder deine Blätterchen. Der Tisch wird langsam voll hier. Das müsste die Riggers Pouch sein. Also einfach eine Tasche für Krams. Kann man einfach Dinge reintun. Da kann man Dinge reintun. Okay, dasselbe nochmal. Genau. Dann haben wir hier nochmal eine Erste-Hilfe-Tasche. Auch schön dimensioniert, also da passt mindestens ein Verband rein ungefähr. Ja, mehr brauchen wir auch nicht. Nee. Dann kommt es gleich rausgeschnellt. Kampfmesser? Mhm. Kampfmesser. M3-Messer. M3-Kampfmesser. Pouch. Schief. Wie es auf Englisch heißt. Schief. Oder auf Deutsch. Scheide. Und zwei Stück. Die macht man sich eben oben, ich kann es mal hier zeigen, hier mit diesem System an seinem wunderschönen Riemen fest und mit diesem Lederriemen dann am Oberschenkel. Eine rechts, eine links und dann kannst du losschmetzen. Genau. Koppel? Mhm. Ist das bei denen auch so? Pistol Belt. Pistol Belt. Aus dem Wilden Westen inspiriert wahrscheinlich. Hat so einen ganz fancy Verschluss hier. Für die, also das, was den... Steht auch wieder Us drauf. Auch ganz clever gelöst mit der Größenwahl. Also es gab nur eine Größe, so wie von eigentlich allem. Es gab nur eine Helmgröße, es gab nur eine Allesgröße, das muss halt passen. So. Das kannst du einstellen, genau. Aber es ist halt nicht so, sage ich mal, steif in der Größe wie so ein Lederriemen oder so. Pflegeleichter. Ja, ja, pflegeleicht sowieso. Ich meine, die Deutschen sind ja dann auch auf Webmaterial umgestiegen. Ja, 45, 44. In erster Linie aber, weil es Leder knapp wurde. Huch! Und zack. Ist das Ding da dran. Nimm doch mal runter, dann machen wir so weiter. Das ist ein Systemschutz. Systemschutz. Für einen K98. Genau, für einen K98. Machst du hier um, schlägst du da ein und dann ist er gegen Dreck und, also groben Dreck, sage ich mal. In der Theorie funktioniert. In der Theorie sieht es ganz schön aus. Hat das in der Praxis irgendjemand benutzt? Ich würde mal vielleicht denken, für einen Transport maximal, aber nicht im Feld. Ein Originalbild, wo das irgendjemand mal drauf hat, aber ja. Ist nice to have. Ja. Dann haben wir hier wieder Us. Us, das Pendant zum Brotbeutel genau. Oder ist es die Gasmaskentasche? Nein, es ist das Pendant zum Brotbeutel. Nur, dass die Jungs das hinten auf dem Rucksack getragen haben, auf dem Rucksack, auf dem Rücken. Der Musette Bag. Und da kommen eben auch die... Oui, oui. Da kommen eben auch die Schnüre vom letzten Video ran. Hinten. So, davon auch nochmal ein. Wie ihr vielleicht schon ein Muster seht, könnten das vielleicht zwei komplette Ausrüstungen sein. Zwei komplette Ausrüstungen sein, aber ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich fertig sind mit okay. Es ist nichts drin, aber ich weiß gar nicht. Ja, komm, auch mit, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, aber auch mit verschiedenen Tascheneinteilungen und so. Der Brotball dabei einfach ein großer Sack. Und das hat eben so ein bisschen was vom Tornister mit den ganzen Einteilungen. Hm. Obwohl. Ja, passt schon. Ja. Passen schon ein paar Sachen rein. Dann haben wir hier noch einen K98 Rifle Sling. Oder wie der Deutsche sagt. Ey, du kannst ja so viel würzen heute. Feldflaschenbezug. Genau. Filziger Filz von innen. Und guck mal. Und sogar eine Feldflasche dazu. Mensch. Das gleich mal reinhängen. Dann probier dich mal. Probier mich mal. Feldflasche bei den Amis hat immer noch so einen ganz tollen Trinkbecher hier unten dazu, wo die so drin steckt. Das ist ja richtig. Eigentlich keine schlechte Idee. Nee, vor allem man verliert keinen Platz. Ne? Also. Kann man ganz gut machen. Ist wirklich sehr platzsparend. Zack. Zack. Als hätten die sich Gedanken gemacht. Als hätte man sich vorher Gedanken gemacht und hätte lange genug Zeit gehabt, sich auf einen Krieg vorzubereiten, von dem man weit weg ist. Auch mit den Druckknöpfen. Theoretisch hier so zu. Muss man ein bisschen mit Schmackes. Die Nudeln mit der Zeit ein bisschen aus, dann geht das auch leichter. Und dann ist das hier ganz gut eingepackt. Ja. Und lässt sich dann wieder mit dem gewohnten Mechanismus hier in den Koppel einhängen. Was fasst die? Fasst die mehr oder weniger als die deutsche? Ich würde fast sagen gleich. Das wird sich nicht viel nehmen, aber tendenziell. Ein bisschen weniger, oder? Ja gut, die ist unten nicht rund. Das wird relativ gleich sein. Ich denke, so 750 Milliliter werden schon reinpassen.
ein Liter. Genau, das gleiche nochmal. Ja, der Becher ist natürlich universeller einsetzbar, indem man einfach natürlich auch was drin braten kann, kochen, was auch immer. So ein bisschen wie das Kochgeschirr, bloß ein bisschen kleiner. Ja, also beides irgendwie zusammen in einem vereint. Gebe ich jetzt blind was? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Munitionsgurt. Und wenn ich jetzt mal ganz mutig raten darf. Colt. Ja, so. So nicht, nee, schon so. So, ja. Andersrum, ja. Nur mit dem Schloss nach vorne. Und das ist für ist das hier M1-Magazine? Es ist alles M1. M1 Carbine, M1 Garand, M1 was? Na, das Spielzeuggewehr. M1. Nee, das ist Garand. Garand. Ach so, da kommen hier Ladestreifen rein. Genau. Alle, die keinen Garand hatten, hatten eben diesen Pistol Belt. Hm. Und alle, die einen Garand hatten, hatten eben diesen speziellen Garand Belt. War dann nur einer drin oder waren mehrere drin? Na, du hast jeweils einen Ladestreifen. Jeweils einen. Also 1, 2, 3, 4. Bei den Deutschen, wo ja in einer Tasche 2 drin sind. Nee, dafür sind es aber auch 6 Schuss auf einem Ladestreifen. Die sind ja so quasi nebeneinander versetzt. Das sind die 8 Schuss? Oder 8? 8 Schuss. Dann sind es 8 Schuss. 8 Schuss. Eine tschechische Feldflasche? Mhm. Aus 60ern, 70ern. 60er? Mhm. Und warum hat man sowas? Ich denke, weil man aus dem Bezug was machen will. Könnte sein, ja. Sonst, oder wenn man eine tschechische Darstellung machen will. Tschechische. Das wäre natürlich das Naheliegendste. Man sieht ganz oft natürlich irgendwelche Wehrmachtsdarstellungen, die so ein Ding dran hängen haben. Ja. Katastrophe. Einfach also, die komplette Feldflasche. Machen. Bitte nicht machen. Die ganze Flasche, ihr oder könnt was? Die Flasche euch besorgen, die sind bestimmt ganz günstig. Ja, ich glaube 6. Und euch den Bezug hier nehmen. Macht ihr hier noch 2 Lederriemen drauf und schon habt ihr einen relativ guten Ersatzbezug für eine originale Feldflasche, wo er ja weggemottet ist. Der hat schöne Druckknöpfe hier. Ist ja auch Militär. Hm? Ja. Nimmst du raus. Boah, mit Korken. Mit Korken, verrückt. Ist ja richtig Super Science hier. Und dann hast du den Bezug. Dann fehlt eigentlich nur unten dieser Nippel und die beiden Lederstreifen, wie du sagst. Von 86 ist die. Boah. Mmh. Oh. Guter Jahrgang? Guter Jahrgang. Einen weiteren Feldflaschenbezug. Und hier eine Tasche für den Colt 1911, oder? Korrekt. Holster, das ist richtig, Pistolenholster. Haben die keine Magazintasche dran? Nee. Da hat wohl eins gereicht. Reichen doch 7 Schuss. Ja, ist ja okay. Auch schönes Leder, auch von der ja. Musterung hier. Ist nicht einfach braun, sondern das hat so ein gewisses Muster. So, jetzt kommen wir zu den spannenden Teilen. Oder noch spannender. Was könnte das sein? Ein Kochgeschirr. Ganz klar. Eindeutig. Die Außenhülle vom Helm. Genau. Und der wurde eben aus dem Nachkriegshelm sozusagen hergestellt. Also umlackiert, Rautan hier, wie man sieht. So ein bisschen mit dem Metallspänen. Und jetzt, na Urlaub, verstehst du es? Guck mal, kinderleicht. Zack, dann machst du den Lederriemen hier vorne ran. Ah, dazu ist er nämlich da. Den stellst du dann noch ein. Hat sich jetzt natürlich komplett vertüllt hier. So. Schön, oder? Ja. Sollte ich immer tragen. Top. Moin, Adam. Moin. Man braucht ja noch einen, sonst passt das ja nicht. Und das ist Nummer 2. Ja. Für den zweiten Helm. Der größte Unterschied zwischen Kriegs- und Nachkriegsfertigung ist, dass die im Zweiten Weltkrieg dieses Ding festgeschweißt haben und nicht beweglich hatten. Ja, tut das ist, Filmrecht ist absolut also, nichts zur Sache. Ja. Und wie gesagt, da hat Epic uns wirklich überrascht, dass sie das noch so schnell fertig gekriegt haben. 2 Tage haben sie gebraucht für alles. Nicht schlecht. Guck mal, du kriegst noch was. Ich krieg noch was. Das schlag mich nicht. Warum? Das stimmt eigentlich, hast recht. Hat man gerade schon. Das hat man noch nicht. Zeig mal das deutsche Pendant dazu. Das hier ist nämlich ein amerikanisches Feldhemd. Und das ist das deutsche. M37 ist das. Hat hier oben 2 Taschen. Hat allerdings, was ich sehr schön finde, auch wieder die Amis nachgedacht. Doppelte Knöpfung. Ganz normal aus Baumwolle hier auch. Sehr schön. Kann sich sehen lassen. Vom Material her. Das ist eine gute Sache. Und das Ganze nochmal. Ehrlich gesagt, hätten die Zuschauer noch was Besseres zu tun.
Urlaubfilme gucken zum Beispiel. Das ist dasselbe nochmal? Das ist dasselbe, aber in L. Okay. Also das gleiche Hemd. Nochmal, ups. Und dann darfst du auch mal wieder rätseln. Rätseln. Es ist eine Hose. Nee. Es ist natürlich die passende Hose zur Jacke. Das ist ja richtig. Ich geh mal hier so hoch, ich weiß nicht, ob man die dann sieht. Mit entsprechend auch den Taschen. Und den Schnüren hier. Und den Schnüren. Ich nehme an, man schnürt es ein bisschen zusammen, damit es nicht so wedelt. Genau. Fallen im Flug. So, ist nicht so schön. Die, auch die Verstärkung ist auch die späte Variante. Also die gab es auch ohne Verstärkung. Auch komplett geknöpft, wie die deutsche Hose. Schick, schick. Und das gleiche nochmal. Massive Größe. Luftwaffe. Fangen. But wait, there's more. Schuhe gibt's auch noch. Ja. Zu jeder guten Darstellung gehören Schuhe. US Army Paratrooper Boots. Boots. Also auch wenn man die mit den Deutschen vergleicht, etwas moderner. Gummisohle, die hatten ja keinen Sparstoff angesagt. Schnürsenkel werden natürlich ersetzt. Hatten ja genauso wie die deutschen Lederschnürsenkel. Sind ja im Grunde das, was man auch umgangssprachlich als Springerstiefel bezeichnet. Mensch, es wäre fast so, als würde Springerstiefel von falschem Springern kommen. Auch mit dieser verstärkten Kappe, hier natürlich ohne Stahl oder so, sondern einfach nur wegen der Abnutzung und ein bisschen die Zehen zu schützen. Damals sind die auch ein bisschen schneller gefallen als die heutigen Schirme und waren, soweit ich weiß, die Deutschen waren nicht gelenkt. Ich weiß nicht, ob die amerikanischen gelenkt waren. Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall wollten sie natürlich möglichst kurz in der Luft sein, um dem Flakfeuer zu entgehen, was du natürlich heutzutage relativ selten hast. Sind die da ein bisschen schneller aufgeprallt? Das sind doch die perfekten Schuhe für so ein alternatives Leben in der Bahnhofsvorhalle. Kann man, also auch so ein schönes Rot, kann man sich auch privat anziehen. Fällt mir auf jeden Fall mit auf. Obwohl in Berlin nicht. Nee. Aber da gehe ich auch nicht hin. Dann haben wir jetzt Schuhe, Helme, Hosen, wunderschöne Mützen, Feldflaschen, Ausrüstung. Also eigentlich zwei komplette Armeeuniformen. Ja. Dann ziehen wir sie doch jetzt mal an. Na, dann ziehen wir sie doch an. Nee. Nee? Wir machen jetzt Schluss. Weil okay. Wir haben irgendwie 1000 Jahre geredet. Weil es war ganz schön viel. Ja, das war ganz schön viel in dem Paket. Vielen Dank an dieser Stelle an Epic Militaria, Dan und Adrian, die mir da ein bisschen geholfen haben. Oder uns, sag ich mal. Auf den letzten Drücker kam das dann noch. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.